So, liebe Fiederfreunde, ich möchte euch heute mal zwei von uns neue, völlig neue Futterkörbe vorstellen. Erstens mal unser Kunststoffkorb. Das ist ein schwarzer Kunststoffkorb. Ein Medium-Modell, relativ auch klein, für die schnelle Fütterung auf Rodern und Brassen. Wir haben diese Körbe speziell machen lassen, um auch mit Mückenlarven zu angeln, was ja immer mehr der Fall werden wird, weil nach Chips geangelt wird. Diese Körbe sind innen drin so glatt, die Mückenlarven bleiben dann nicht mehr wie an den herkömmlichen Drahtfutterkörben, die legen sich nicht mehr rum. Dann hat man nach 20 Mal Werfen bei den Drahtfutterkörben, ja, wie so ein Schwamm hängt da drum, die gehen nicht mehr richtig raus. Hier werden die halt besser ausgespült, die sind glatt, die legen sich hier nicht rum. Das ist der erste Vorteil von diesen Kunststoffkörben. Außerdem kommen diese Kunststoffkörbe viel schneller an die Oberfläche. Das heißt, wenn ich vor Steinpackungen angel und die Hängergefahr groß ist, dann wechsle ich auf so einen Korb, der kommt viel schneller hoch und die Hängergefahr ist dadurch also um ein Vielfaches verringert. Der Korb hat an der Seite auch noch solche Auftriebsflügel, die sich natürlich auch bewährt haben, auch im Flugverhalten des Korbs. Der bleibt sauberer fliegen, also man kann damit zielgenauer angeln. Der hat ein schönes Seitenblei, ist abgerundet und hat eine Einhängeöse, also ohne großartigen, ich sag mal, Klimbim drum. Einfach einhängen, man hat kaum Verwicklungen, so lässt sich gut angeln. Diese Körbe gibt es von 20 bis 50 Gramm. Außerdem haben wir für das herkömmliche Fiederangeln diese kleinen Drahtfutterkörbe mit engen Maschen. Vorteil von diesen kleinen Maschen ist halt, man kann mit feinerem Futter fischen oder man kann auch einfach mehr Lebendköder, in dem Fall werden die viel zum Rotauenangeln benutzt, wo man sehr häufig werfen muss. Man kann mehr Pinkies oder Caster, kann man besser hier reinmachen. Das Futter hält sich besser und man kann deutlich in tieferen Gewässern damit angeln. Weil das Futter halt einfach nicht so schnell rausgeht. Dafür nehmen wir diese Körbe. Die haben wir auch im Programm von 20 bis 50 Gramm.